sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und Freude, heute Herrn Professor Dr. Georg Pfeffer zu einem Vortrag hier in Frankfurt zu begrüßen. Dieser Vortrag und das anschließende Buffet können wir, das wissen Sie, aufgrund der großzügigen Förderung durch die Frobenius-Gesellschaft heute erleben, dessen Vorstand vertreten durch Dr. Eberhard Meyer-Wegerlin, Herrn Jürgen Eckert, der leider heute nicht da sein kann, und Herrn Dr. Klaus Schmieder, der ebenfalls leider nicht kommen kann. Diesen Vorstand möchte ich ganz, ganz herzlich danken. Seit Anfang des Jahres arbeite ich mit Ihnen zusammen und bin beeindruckt wirklich von dem uneigennützigen Engagement, mit dem Sie für die Förderung sich dieses Instituts und dieser Gesellschaft und damit unserer Wissenschaft einsetzen. Ich freue mich also sehr auf unsere weitere Zusammenarbeit. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast, Herrn Professor Georg Pfeffer, der nicht nur mein Doktorvater und Mentor ist, sondern auch ein enger Freund, mit dem ich seit vielen Jahren in einem kontinuierlichen Austausch über Fachliches und Alltägliches, über Verwandtschaftstermini und Fußballergebnisse stehe. Erstmals begegnet bin ich Georg Pfeffer im Sommersemester 1991, damals noch als junger Student, dem er in der ersten Sprechstunde gleich ein Werk ans Herz legte, das fortan mein ganzes Denken revolutionierte und mich nach Indien lockte, Louis Dumonts Homo Hierarchicus. Dieses Opus Magnum aus dem französischen Strukturalismus zeigt wenig Ähnlichkeit mit dem Werk des Mannes, zu dessen Geburtstag wir heute, viele von Ihnen seit vielen Jahren, im Rahmen eines Vortrags hier zusammenkommen, Leo Frobenius. Dies ist sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt, beide Ethnologen Dumont und Frobenius miteinander zu vergleichen, aber in der Person von Georg Pfeffer, genauer gesagt in seiner ethnologischen Karriere, haben die Schriften und Ansätze beider Denker ihre Spuren hinterlassen. Georg Pfeffer begann nämlich sein Studium der Ethnologie, damals noch Völkerkunde, in Freiburg, nachdem er sein Jurastudium hingeschmissen hatte. Anders als Herr Dr. Meyer-Wegerlin. Sein Lehrer war Rolf Herzog, ein Spezialist für die Nomadenkulturen in Nordafrika. Die Ethnologie, die Georg Pfeffer zusammen mit der eigentlich heute anwesenden, aber noch im Zug in Mannheim sitzenden Dr. Shanaz Najmabadi, die sich entschuldigen lässt und gleich später kommt. Also die Georg Pfeffer zusammen mit Shanaz Najmabadi in Freiburg studierte, war nach seinen eigenen Worten atheoretisch. Es ging viel um Landeskunde, ethnografische Beschreibungen, etwa dazu, wie man ein Kamel sattelt, und um die in den 60er Jahren abklingende, aber damals immer noch weitgehend alternativlose kulturhistorische Schule, die Frobenius und seine Schüler in Deutschland, vor allem hier in Frankfurt, etabliert hatten. Der Schwerpunkt auf materieller Kultur, Studien zur geografischen Verbreitung von Kulturgütern und historische Untersuchung von Kulturkreisen waren nicht das, was Georg Pfeffer begeisterte. Anregungen für seinen analytischen, fast mathematischen, zu Verallgemeinerungen tendierenden Geist fand er vielmehr in einem anderen Fach, in der Freiburger Soziologie, die damals von Heinrich Popitz bestimmt wurde. Popitz generalisierte, schrieb über soziale Normen und soziale Rollen sowie über die verschiedenen Formen von Macht. Mit seiner Frau, also Georgs Frau, und seinem ersten Kind ging er 1967, meinem Geburtsjahr, nach Pakistan, um über die Paria-Gruppen im Punjab beiderseits der indopakistanischen Grenze zu forschen. Also über jene niederen Abortkehrer, mit denen sich sonst niemand befasste. Pakistan war kein Neuland für ihn.
Schon als 16-Jähriger war er für 3 Jahre mit seinen Eltern nach Lahore gezogen und dort aufs College gegangen. Er kannte sich also aus, war aber dennoch erstaunt, da seine Stereotypenerwartungen nicht erfüllt wurden. Er hatte verarmte, unterdrückte Menschen erwartet und stieß auf eine viel komplexere Situation, traf auf reiche, unberührbare und selbstbewusste, emanzipierte Straßenkehrerinnen. Diese Erfahrungen machten ihn zu einem Ethnologen, für den die kritische Hinterfragung der eigenen Ethnozentrismen eine Grundaufgabe des Faches ist. Nach Abschluss seiner Dissertation im Jahre 1970 zog es ihn an das neu gegründete Südasien-Institut an der Universität Heidelberg. Dort gab es neben dem SFB 16, heute sind wir, glaube ich, bei 1095 oder so, ein Schwerpunktprogramm zum indischen Bundesstaat Orissa, an dem Georg Pfeffer zusammen mit 10 Indologen und einigen Historikern beteiligt war. Diesmal zog es ihn zu den hochkastigen Priestern und Gelehrten, den sogenannten Shasan-Brahmanen, die in der Umgebung der heiligen Stadt Puri leben. Wieder sah er seine Erwartungen durch ethnografische Forschung infrage gestellt. Bei den Brahmanen traf er auf Intellektuelle, mit denen er fließend auf Englisch über das Weltgeschehen debattieren konnte, die aber kein großes Interesse zeigten, Reichtümer anzuhäufen oder sich an der Politik zu beteiligen. Zu schmutzig waren diese Geschäfte. Es entstand aus dieser Forschung eine Habilitationsschrift, die 1976 an der Universität Heidelberg angenommen wurde. In Heidelberg sah sich Georg Pfeffer erneut mit der kulturhistorischen Schule konfrontiert, in der Person seines Mentors Karl Jettmar. Jettmar war bei Pater Wilhelm Schmidt in Wien ausgebildet worden und hatte in Heidelberg den Lehrstuhl für Ethnologie inne, war aber in den Worten Georg Pfeffers vor allem ein Prähistoriker. Ihn interessierten besonders die Felsinschriften im Karakorum sowie archäologische Hinweise auf die frühen Religionen in der Eurasischen Steppe. Ethnologische Theorie lag ihm nicht, so Georg Pfeffer, und so überließ Karl Jettmar die Theorieausbildung seinem jungen Assistenten. Es waren die 70er Jahre und damit eine Zeit der gesellschaftlichen und theoretischen Revolution. Georg Pfeffer sagte mal in einem Interview, dass er in der deutschen Ethnologie eine fast ununterbrochene Kontinuität von der Vor- zu Nachkriegszeit feststellte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, so Georg Pfeffer, habe sich viele Jahrzehnte in theoretischer Hinsicht hier in Deutschland kaum etwas verändert. Erst mit den 70er Jahren kamen über England und Frankreich ganz neue Theorien nach Deutschland, vor allem marxistische und strukturalistische Theorien und mit einiger Verspätung auch die strukturfunktionalistischen und neuen prozessualen Ansätze aus England. 1979 wurde Georg Pfeffer in Heidelberg zum Professor ernannt und er entwickelte sich in den nächsten Jahren zu einem der Südasien-Spezialisten Deutschlands. Er hatte Louis Dumont entdeckt und mit ihm die Theoretiker aus Oxford und Cambridge, vor allem Evans Pritchard, Edmund Leach oder Rodney Needham. Gleichzeitig machte er eine weitere ethnografische Entdeckung, die Millionen von Menschen, die von der indischen Regierung als Scheduled Tribes, als Stammesbevölkerung bezeichnet werden und in den Bergen Orissas leben. Für die nächsten 3 Jahrzehnte, im Grunde bis heute, fuhr er immer wieder regelmäßig in dieses, wie Chris es nennt, Malaria-verseuchte Gebiet, dessen Schönheit und vor allem dessen liebenswerte Menschen ihn nie wieder losließen. Zwar hatten ihn die hochkastigen Brahmanen Puris mit ihrem scharfen Intellekt beeindruckt, doch es waren diese Stammesbewohner, bei denen er das fand, was ihn an der Ethnologie besonders interessiert. Andere Werte, verschiedene Ordnungen und Klassifikationen, unterschiedliche Vorstellungen von Menschheit, von Anthropos. In einem Interview mit dem Ethnologen Dieter Haller sagte Georg Pfeffer einmal, ich zitiere ihn, ich sehe unser Fach als eine Anthropologie und es ist deshalb absolut legitim, wenn nicht gar zwingend,
dass wir uns mit Sammlerinnen und Jägern beschäftigen oder dass wir uns mit Stammesgesellschaften beschäftigen. Aber wir sind nicht eine Stammeswissenschaft, wir sind eine Wissenschaft von Anthropos. Und Anthropos ist eben in seiner Geschichte und in der Gegenwart in sehr unterschiedlichen soziokulturellen Rationalitäten zu finden. Und diese möchte ich erforschen. Ende des Zitats. 1985 entschloss sich Georg Pfeffer, nach Berlin zu wechseln, an die Freie Universität. Eine Entscheidung, die er vermutlich oft bereut hat, denn es erwarteten ihn nicht nur hartgesottene Revolutionäre, die 1989 das Berliner Institut anzündeten, sondern auch viele interne Machtkämpfe um wichtige wie nichtige Dinge. Carola Lenz, die auch hier ist, die begrüße ich ganz herzlich, hat dies sehr humorvoll in einem Aufsatz über das Berliner Moiety-System und die Frankfurter Fürstenhöfe beschrieben. Im Nachhinein ist dies vielleicht die beste Art, mit dieser für alle Beteiligten höchst schwierigen Situation oder Zeit umzugehen. Neben allen politischen Untiefen gab es aber auch ein Licht am Ende des Tunnels, und das war für uns damals noch junge Leute die Forschung in Odessa, die Georg Pfeffer vorantrieb und die in einem zweiten großen Schwerpunktprogramm endeten. Dieser Initiative verdanke nicht nur ich meine akademische Laufbahn, sondern auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Seine Berliner Vorlesungen waren berühmt, weil er in ihnen auf höchstem Niveau die Geschichte des Faches, unsere Fragestellungen und Konzepte vermitteln konnte. Wer zu Georg Pfeffer kam, wusste, dass es nicht um Entwicklungshilfe und Integration, nicht um HIV und Alkoholismus, nicht um Armut und Kriege ging, sondern vor allem um Verwandtschaft. Verwandtschaft war und ist für Georg Pfeffer der Themenbereich, über den er das vermittelt, was ihn an der Ethnologie interessiert. Erst kürzlich hat er dies in seinem eigenen Opus Magnum unter dem Titel Verwandtschaft als Verfassung in einem 800-seitigen Werk zu Papier gebracht. Viele Studierende, aber auch Laien und Nicht-Spezialisten, fürchten sich regelrecht vor der Verwandtschaftsethnologie. Sie galt lange Zeit als eine esoterische Geheimwissenschaft, als zu formalistisch, zu kompliziert und unverständlich. Ängste, die dazu beitrugen, dass das Fach vielerorts aus den Lehrplänen verschwand. Folgende Aussage von Georg Pfeffer aus einem Interview mit Peter Berger und mir, in dem er beschreibt, wie er zu Verwandtschaftsethnologie kam, mag sie deshalb also beruhigen. Ich zitiere mal. Er sagte damals, I had written this book on the Punjabi sweet purse and indicated that they had a marriage preference for the mother's brother's daughter while ruling out marriages with parallel relatives. Lorenz Löffler reviewed my dissertation in the Zeitschrift für Ethnologie in a rather friendly manner, but wrote, I quote, Löffler in Georg Pfeffer's quote, Pfeffer has described a system of alliances without really noticing it. Weiter Georg Pfeffer, this was Löffler's major criticism. In reaction, of course, I asked, what the hell are alliances? I had never heard anything of them. Können Sie sich das vorstellen, dass er so etwas sagt? Knowing that Löffler and Ernst W. Müller were the only German professors acquainted with non-German anthropology and with kinship, I tried to find out the meaning of alliance in anthropological terms. Erstaunlich, was so eine einfache Kritik auslösen kann, denn in den folgenden Jahren wurde Georg Pfeffer sicherlich zu dem führenden Allianztheoretiker in Deutschland. Wer als sein Schüler oder Schülerin galt, wurde gleich von allen mit einer gewissen Bewunderung betrachtet, nach dem Motto, oh, you understand that kinship stuff? In der Tat wurden viele von uns von seiner Begeisterung mitgerissen und wir fühlten uns zu einem besonderen Kreis von Spezialisten gehörig, auch wenn es nicht ganz einfach war, in diesen hineinzukommen, wie meine Kollegin Almut Schneider, die gerade ein großartiges Buch zur Verwandtschaft in Papua-Neuguinea verfasst hat, in einem Artikel darlegt. Ich zitiere sie mal. When colleagues ask me where my enthusiasm for kinship and relationship terminologies in particular comes from, I always have to go back to my introduction to the subject.
I had just arrived in Berlin to begin my undergraduate studies in social anthropology. Having little knowledge of the matter, I had made a rather random choice of lectures and seminars. Ich glaube, das machen die meisten Studenten auch heute noch. Late one autumn afternoon, I entered what is called the big seminar room of the Institute of Ethnology of the Free University of Berlin. Carola kennt den sehr gut noch. Where my fellow students had already occupied every single chair as well as the window sills and favorite spots on the floor to listen to Georg Pfeffer's lecture. I had increasing difficulty taking notes over the next 90 minutes, especially since I had no clue as to what was actually meant by lineage, skewing, filiation, bifurcate, merging, cross-cousin, or what the Dravidians had to do with the Dakota Indians. I had arrived in Kinship and Social Organization Part 2, so hieß damals das Seminar oder die Vorlesung von Georg Pfeffer. Manche dieser berühmt-berüchtigten Vorlesungen widmeten sich der Person, die oft als der Vater der Verwandtschaftsethnologie beschrieben wird, Louis Henry Morgan. Über das Werk von Louis Henry Morgan vermittelte uns Georg Pfeffer schon damals grundsätzlich neue Formen der Klassifikation, erklärte uns das Verhältnis zwischen ethnografischen Fakten und großen theoretischen Entwürfen, zeigte uns, wie evolutionistische Trends der Zeit schon damals einem Werk alle Originalität nehmen konnten und dass es schon im 19. Jahrhundert Ethnologen gab, die sich für das Schicksal von Menschen, die sie erforschten, einsetzten, die Engagement zeigten. Ich freue mich daher sehr, dass Georg Pfeffer die Einladung der Frobenius-Gesellschaft und des Frobenius-Instituts für, wie es jetzt heißt, kulturanthropologische Forschung angenommen hat, um am Beispiel von Louis Henry Morgan Fragen zu Kultur und Anthropologie zu diskutieren. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag hier. Ich danke. Wir haben es eben schon angeschnitten. In meiner Studienzeit, meine Damen und Herren, galt Louis Henry Morgan zwar als der Gründer unseres Faches, aber meine Lehrer hatten für sein Werk nur Herablassung übrig. Morgan, so erfuhren wir, hatte sich über absurde Entwicklungsstufen und Verwandtschaftsverhältnisse verbreitet. Und schon diese Themenbereiche galten im deutschsprachigen Raum als exzentrisch und allenfalls ein Lächeln wert. Wenig dürfte sich an dieser Einstellung bis heute verändert haben. Damals kam Morgens schwerer Fehler hinzu, posthum von Marx und Engels gefeiert zu werden. Das spielt heute, glaube ich, keine Rolle mehr. Natürlich vertrauten wir unseren Lehrern, deshalb überraschte, dass so gegensätzliche Größen wie Claude Lévi-Strauss, George Peter Murdoch oder Meyer Fortes ihre Hauptwerke in Morgans Tradition stellten. Zum 100. Geburtstag der Systems of Consanguinity and Affinity schrieben wechselseitig verfeindete, aber jeweils überragende Fachleute gemeinsam eine Festschrift für den Rechtsanwalt aus Rochester im Staate New York. Eine dieser Größen, nämlich David Schneider, urteilte wie folgt: Kinship is a non-subject, since it does not exist in any culture known to man. Morgan hatte Kinship für die Anthropologie erfunden, wie Troutman detailliert beschreibt. Schneider wiederum hatte seine eindrucksvolle akademische Karriere fast nur mit Arbeiten zu seinem Non-Subject bestritten. Bis heute treffen sich von Morgans offenem Geist inspiriert internationale Kinship-Fachleute auf Konferenzen
deren Publikationen zumindest in einigen Fachkreisen geschätzt werden. Selbstverständlich will auch ich hier für die herausragenden Qualitäten unseres Ahnen werben. Vielleicht verstehen wir morgen besser mit einem Blick auf unsere Nachbardisziplin. Die unterscheidet zwischen Makro- und Mikrosoziologie. Sie untersucht damit einmal das Wesen von Gesellschaft oder auch eine bestimmte soziale Gesamtordnung, also ein Gefüge, das auf allgemein vorfindbare Muster gegründet ist, und zum anderen soziales Verhalten bestimmter Akteure, die als Individuen in spezifischen Bereichen die Verhältnisse aushandeln. Natürlich ist die Makro auf die Mikrosoziologie angewiesen und umgekehrt. Falls unser Fach jemals entsprechend eingeteilt wurde, muss mir das leider entgangen sein. Die Makrosoziologie erfasst regelmäßig eine staatliche Gesellschaft, während eine Makroanthropologie sicher ohne diese handliche Vorgabe auskommen müsste. Sie müsste immer umständlich fragen, was heißt Makro im gegebenen Kontext? Oder wie sieht das vergleichbare Muster des allgemein gegebenen Sozialgebildes aus? Anthropos hat bekanntlich nur einen winzigen Teil seiner Existenz in staatlichen Gebilden zugebracht. Eine Anthropologie, die offen oder häufiger noch implizit von staatlichen Instanzen ausgeht, kann also kaum die Gattung Mensch zum Gegenstand haben. Nicht nur in Morgens Zeit, sondern bis vor einigen Jahrzehnten befasste sich unser Fach oft mit andersartigen Staaten oder staatenlosen Sozialgebilden. Heute gibt die Mikroanthropologie sicher den Ton an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob makroanthropologische Themen überhaupt noch zulässig sind. Gefragt sind diese Forschungen über allgemein vorfindbare Muster von Sozialgebildeten sicher nicht mehr. Dagegen lese ich viel über Leistungen, Schwächen und Glücksmomente einzelner Frauen und Männer. Kürzlich etwa hörte ich einen Vortrag eines Kollegen, der diesen individualistischen Ansatz bestens vertritt. Er ist politisch wie ethnografisch engagiert und hat neben Fachbüchern etliche erfolgreiche Romane und vor allem viel gelesene Blogs veröffentlicht. In ihnen werden bestimmte Individuen mit für sie fremden Verhaltensweisen und Einstellungen konfrontiert, um mehr oder weniger erträgliche Reaktionen zu entwickeln. Einige dieser Blogs, so ihr Autor, seien mehr als 100.000 Mal angeklickt worden. Und welche Fachpublikation, so fährt er fort, kann ein Publikum in dieser Größenordnung erreichen? Er will keine Regale der Bibliotheken füllen. Er will als Redner, Romancier und Blogger Empathie bei zahllosen Menschen ansprechen. Niemand muss überhaupt studiert haben, geschweige denn ein bestimmtes Fach, um seine Erzählungen zu verstehen. Denn er bietet literarisch kunstvolle Bilder und ist deshalb ein Künstler. Dass diese Kunst unsere Institute erreicht, ist sicher erfreulich, falls sie auf ethnografischer Forschung basiert. Und doch ist zu fragen, ob wir für solche Erzählungen alle makroanthropologischen Fragestellungen einstellen sollen. Soll die kulturelle Basis von Gesellschaft oder von einer Gesellschaft allenfalls indirekt angeleuchtet werden, sollen wir eine Anthropologie ohne Anthropos betreiben.
Mit einigem Einfühlungsvermögen können wir sicher Konsumidioten unserer Fußgängerzonen, die Peruanerinnen auf ihren Wochenmärkten oder die Frauen in einer pakistanischen Ziegelei porträtieren, aber reichen solche Berichte aus, um Sozial- und Kulturanthropologie zu vertreten? Gute Fotos, Filme, Romane und Reportagen liefern auch diese Anteilnahme. Ein gewisser Thomas Mann etwa hat uns mit Toni und Thomas Buddenbrook die Hansestadt Lübeck ethnografisch erschlossen. Genügen solche Kunstwerke auch für die Wissenschaft vom soziokulturellen Menschen? An Morgan fasziniert gerade die Verbindung seiner persönlichen Werte wie Klarheit und Empathie mit seinen formalen Erkenntnissen über semantische Muster in einem allgemeinen Bereich. Er bewegt sich persönlich unter indianischen Mitmenschen, vergleicht dann aber auch ihre kulturellen Vorgaben weltweit mit jenen anderer sozialer Gefüge. Wie in der Juristerei üblich, erfasst Morgan zwar Alltagsgebaren, gibt ihm aber nur dann wissenschaftliches Gewicht, wenn es unter allgemeine soziale Ordnungsmuster subsumiert werden kann. Konkretes Verhalten interessiert ihn sicher persönlich, aber genauso als Aspekt eines formalen Verhaltensrahmens. Für die Wissenschaft belässt er das Persönliche im Bereich des Persönlichen. Die berühmten naheliegenden Erklärungen werden von Morgan leider nur fast immer als unzulässige Ursachen einer bestimmten Institution behandelt. Seine bleibenden Einsichten ergeben sich vor allem, wenn er den künstlichen Charakter kultureller Festlegungen durch weltweiten Vergleich erkennt. Wenn er also nicht eine schnelle Begründung für ein merkwürdiges Phänomen findet. So schreibt er etwa über die lockeren irokesischen Sexualsitten, ohne dafür Gründe anzubieten. Wie kann ich diesen Unterschied zum üblichen Angebot von Erklärungen illustrieren? Hier ein gewagter Versuch. 2016 zeigt ein Kanadier in der Zeitschrift How, wie eine meist in den USA aufgewachsene, hochqualifizierte Anthropologin zu Mutter und Tanten nach Sierra Leone reist, um sich als Frau initiieren zu lassen. Die Initiation schließt das ein, was wir meist Genitalverstümmelung nennen. Die Frau legitimiert anschließend diesen Aufsatz. Der fremde allgemeine Rahmen und die persönlichen Gefühle der Betroffenen werden also beschrieben, seine formalen Aspekte aber nicht auf irgendwelche Ursachen zurückgeführt. Bei einem so brisanten Thema dürfte dieser quasi gefühllose Aspekt heute von vielen anderen Zeitschriften abgelehnt werden. Die makroanthropologische Behandlung des Ritus dürfte wenig Beifall finden. Unser Schock würde das nicht zulassen. Natürlich sieht auch Morgan die Differenz zwischen indianischen Formalien und jenen seines großbürgerlichen Umfelds, aber er greift nicht erzieherisch ein. Wörtlich bekämpft er den Satan in der Gestalt verbrecherischer Siedler. Er verteidigt langfristig und sehr praktisch das indianische Recht auf kulturelles Anderssein. Und er verabscheut den kulturellen Überlegenheitswahn der meisten Euroamerikaner. Mit Morgans Vermächtnis meine ich erstens dieses zivilgesellschaftliche Engagement für unmittelbar erlebte Opfer imperialer Expansion,
aber auch zweitens seine sehr genaue ethnografische Feldforschung und nicht zuletzt drittens seine Theorie zum soziokulturellen Potenzial von Anthropos. Morgan lebt diesen Widerspruch zwischen seiner politischen Überzeugung, seiner ethnografischen Präzision und der Relevanz seiner wissenschaftlichen Verallgemeinerungen. Aus diesem Widerspruch gewinnt er Qualität. Er verbindet persönliche Empathie, distanzierte Beobachtung und gefühllose, weil formale Analyse. Sein Wirken lässt sich in vier Phasen gliedern. 1837 und in den folgenden Jahren der Wirtschaftskrise hat der junge Anwalt kaum Klienten, aber viel Zeit, um in der Nachbarschaft wie in der Politik für die Irokesen zu kämpfen. Zweitens, mit seiner Heirat 1851 wechselt er mit voller Kraft ins Erwerbsleben, um innerhalb eines Jahrzehnts sehr schnell sehr reich zu werden. Drittens, doch Reichtum ist weder für ihn persönlich noch für sein Gesellschaftsideal ein angemessenes Ziel. 1857 packt ihn wieder die Forschung und ab 1861 erledigt er den Beruf nur nebenbei, um sich voll der Wissenschaft zu widmen. Nach 14 Jahren harter Arbeit und Kosten von mindestens $25.000, damals eine enorme Summe, können seine Systems 1871 endlich erscheinen. Viertens, als weltberühmter Ethnologe schreibt er danach noch Ancient Society und weniger bekannte Werke von hoher Qualität. Meine Quellen sind Carl Rasek, Peter Whiteley und besonders das große Werk von Thomas Troutman. Rasek zeigt zum Beispiel überzeugend, wie oft Morgans technisch brillante Kinship-Vorträge auf blankes Unverständnis stoßen. Whiteleys Aufsatz konzentriert sich auf den Bürgerrechtler. Der ist übrigens auch Frauenrechtler. Sein gesamtes Vermögen geht später an seine Universität mit der Auflage, es nur für Frauen einzusetzen. Das Patriarchat seiner Zeit und das der alten Römer hält er für Degenerationserscheinungen. Morgan wird 1818 ganz in der Nachbarschaft und im alten Gebiet der Irokesen geboren und wächst auf, wo sie noch 50 Jahre zuvor frei gelebt hatten. Gemeint sind die fünf Nationen Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida und Mohawk, die gemeinsam seit Jahrhunderten die sogenannte Liga bilden. Sie wurden in Reservate gezwungen, die noch vor der Jahrhundertwende wieder aufgehoben werden. Die indianische Bevölkerung soll dann ins Indian Territory westlich des Mississippi abmarschieren, was praktisch ihr Ende bedeutet hätte. Aber sie wehrt sich. Sehr kurz umrissen enthält die Indianerpolitik der USA immer zwei Schritte. Erstens, mit Drohungen und Bestechungen wird die Mehrheit der Chiefs veranlasst, Landrechte an den Staat abzutreten, obwohl solche Mehrheitsentscheidungen im indigenen Kontext unvorstellbar sind. Zweitens, die Behörden brechen schon nach wenigen Jahren diese Abkommen, um sie durch neue, ebenso wertlose zu ersetzen, bis schließlich die indianische Vertragsseite entfällt. Der berüchtigte Präsident Andrew Jackson, der Donald Trump seiner Zeit, unterzeichnet 1830 die Removal Acts, die alle indianischen Ansiedlungen betreffen, speziell die der Irokesen. Dahinter steht der Immobilienkonzern Ogden Land Company,
der sich für das Gebiet in der Nähe der großen Seen gewaltige Spekulationsgewinne erhofft. Wenn nicht nur die Irokesen, auch die bäuerlichen Siedler der Region leisten Widerstand. Morgan ist ihr gewählter Sprecher und gleichzeitig Berater der beiden Sachem oder Anführer der Seneca. Deren Übersetzer, der junge Seneca Elias Parker, freundet sich mit Morgan an, berät ihn und begleitet ihn langfristig bei der ethnografischen Arbeit. Als Ergebnis legt Morgan 1851 die Monographie über die Liga der Irokesen vor, die er in der Einleitung ausdrücklich als »The Fruit of Our Joint Researches« auch Elias Parker zuordnet. Dieser besetzt später viele hohe Posten und wird erster Native Commissioner of Indian Affairs, was sicher auch auf Morgans Einfluss zurückgeht. Der wendet sich 1846 direkt an den Präsidenten und den Senat der USA, doch in einer äußerst knappen Abstimmung lehnt der Kongress die Aufhebung des Vertreibungsbeschlusses ab. Allerdings setzt der Senat, besser spät als nie, einen Federal Commissioner ein, um die Meinungen der betroffenen Irokesen zu erkunden. Sofort schickt die Ogden Company eine Schlägertruppe, die etwa 200 von ihnen vertreibt und viele tötet. Damit gewinnt der Skandal landesweiter Aufmerksamkeit. Die Removal Acts werden revidiert und zumindest einige Irokesen können bleiben und überleben. Jahrelang setzt Morgan also viel Zeit und Geld ein, um bei Behörden vorstellig zu werden und zahllose Reden, Petitionen oder Aufsätze in Publikumszeitschriften zu verfassen. Das sind die Vorgänger unserer Blogs. Er bewirkt, dass viele Euroamerikaner auf die Seite der sonst verachteten Rothäute wechseln. Hier nur zwei Sätze. Is this a heathen country that such a sacrifice should be permitted? Have justice and humanity fled? Heiden sind für Morgan nicht die Rothäute, sondern die Immobilienhaie und ihre gekauften Politiker. Whiteley schreibt 2004, dass sich Morgans Aktionen deutlich gegen das nationale Klima zugunsten der Vertreibung richten. Und im Resümee von Troutman ergibt sich das gesamte wissenschaftliche Anliegen Morgans aus der prekären Lage der Indigenen. Sein Leben lang gibt Morgan den ebenso rastlosen wie selbstkritischen Wissenschaftler. Seine Hauptwerke enthalten, wie wir seit langem wissen, grundsätzliche Fehler. Und er selbst wäre wohl immer bereit gewesen, sich von fundierter Kritik überzeugen zu lassen. Die monumentalen Systems sind Ende 1864 praktisch abgeschlossen, werden aber erst 1871 publiziert. Und Troutman sagt uns auch, warum. Einmal verzögert der Herausgeber der Reihe und baut zunächst ein, später überraschend noch ein zweites Gutachtergremium ein, das über die Annahme entscheiden soll. Zum anderen aber verändert sich mit einem Paukenschlag die Chronologie der Menschheit. Grundsätzlich neue Einsichten bringen eine völlig neue Lage für Morgan und die wissenschaftliche Welt. Auch in der Forschung bestimmte nämlich bis zu Darwins Buch die Bibel die Geschichte der Menschheit und die war kurz. Seit der Sintflut waren nur etwa 6000 Jahre vergangen, doch im selben Jahr 1859 werden Steinzeitwerkzeuge in den eingeschlossenen Höhlen von Brixham gefunden und der berühmte Geologe Lyell stuft sie 1863 als vielfach älter ein. Die Chronologie wird also unendlich lang, die Prähistorie geboren
und die alten Rahmenbedingungen der Geschichte entfallen über Nacht. Vielleicht verfolgen Sie die Tageszeitung gerade im Monat Juni, haben wir zwei wichtige Nachrichten. Vielleicht ist der Homo sapiens 300.000 Jahre, vielleicht aber auch 400.000 Jahre alt. Und auch der Ursprungsort verändert sich ständig. Es ist also ein aktuelles Thema. Zuvor hatten sich die Systems an der historischen Sprachwissenschaft orientiert. Und diese wollte die Verzweigungen von Sprache nach dem Turmbau zu Babel quasi genealogisch zurückverfolgen. In Oxford verglich man nicht nur Vokabeln, sondern Grammatiken. Und über dieselben oder über abweichende Strukturen sprach Familien und deren Verknüpfungen, die dann rekonstruiert wurden. Morgan aber hatte ein extralinguistisches Forschungsinstrument der Geschichte entdeckt, nämlich das jeweilige Muster der Verwandtschaftsbeziehungen. Ganz diffusionistisch wollte auch er über Vergleiche zwei Thesen belegen. Erstens die von der historischen Einheit der Indianer und zweitens die ihres asiatischen Ursprungs. Indianische Sprachen verschiedener Familien, so Morgan, ordneten ihre Terminologien dennoch nach demselben semantischen Muster und das wich immer deutlich von unserem ab. 1858 glaubte er dann, dieses Muster auch in südindischen Sprachen belegen zu können und damit den asiatischen Ursprung der First Nations. Morgan nannte die uns vertraute indoeuropäische Form, Verwandte zu benennen, natürliche Terminologie, weil sie, wie er meinte, von Natur aus vorgegeben war. Die frappant anderen indianischen und dravidischen Systeme aber nannte er artifizielle Terminologie, weil sie äußerst willkürlich gestaltet waren. Gerade wegen dieser Willkür war das Instrument für den weltweiten Vergleich besonders geeignet. Mit ihm wollte Morgan im Rahmen der alten, der kurzen Chronologie die Ausbreitung der Menschheit quasi genealogisch nachweisen. Dann kam der Paukenschlag. Die lange Chronologie zeigte die Absurdität einer solchen Diffusionstheorie. Morgans wohlwollende Gutachter und sein weniger wohlwollender Herausgeber hatten nicht vor, nach dem neuesten Trend, dem des Evolutionismus, obsolet oder gar lächerlich zu erscheinen. Morgan musste deshalb die Theorie seines Werkes umbauen und ein ganz neues Kapitel zur Stufenfolge der Menschheit an sein Ende hängen. Eher unfreiwillig wurde er so der berühmteste Evolutionist in der Ethnologie. Ein Jahr bastelte er an seinem Manuskript herum. Das artifizielle System wurde jetzt, oh Schreck, mit der angeblichen Natur des Menschen begründet und in ein frühes Stadium der Menschheit verlegt. Jetzt. Entsprechend musste ein neuer Name her, der lautete klassifikatorisches System. Umgekehrt war das natürliche System jetzt Folge unserer großartigen Errungenschaft namens Monogamie und deshalb am Ende der Evolution platziert. Nach dieser Revision hieß es deskriptives System. Wegen dieser Anpassung an den neuesten Trend in der Wissenschaft wurde Morgan zunächst 20 Jahre lang bejubelt und später sehr viel länger bis heute verspottet. Diese Abkehr von Morgan ist natürlich ein prominenter Teil unserer Fachgeschichte. Zu ihr gehört 1909 Krobers zeitloser Aufsatz
über Classificatory Systems of Relationship. Doch erwähnt er weder Morgan noch die Systems, sondern verwendet eine bis heute beliebte Argumentationsweise. Er polemisiert gegen anonyme Vorstellungen. Weil sie anonym bleiben, muss er sie weder wörtlich noch sinngemäß referieren, und doch wissen alle, welcher Autor angegriffen wird. Kroeber definiert das klassifikatorische System zunächst genauso ungenau wie viele andere bis heute. Danach werden etliche Verwandtschaftsbeziehungen bei den Primitive Peoples, nicht aber bei uns, durch eine Bezeichnung zusammengefasst. Dann kommt Krobers Urteil: Nothing can be more fallacious than this common view. Bitte entschuldigen Sie mein Kauderwelsch, aber mir liegt jetzt an der Exaktheit der Zitate. English, so Krober, must not be less but more classificatory than the languages of all primitive peoples. Er betont, not only primitive people classify or fail to distinguish relationships. Tatsächlich klassifizierten alle Menschen ihre Verwandtschaftsbeziehungen. Krobers Aufsatz, so meine sehr deutliche Meinung, ist ein Meisterwerk, aber seine Polemik gegen Morgan ist völlig fehl am Platze. Zur englischen Terminologie schreibt Morgan sehr präzise: The partial classification of kindred, which it now contains, is in harmony with the principles of the descriptive form and is founded upon conceptions entirely dissimilar from those which govern the classificatory form. Wie Kroeber sieht also auch Morgan 40 Jahre früher, dass alle Sprachen Verwandtschaft klassifizieren. Englisch, so Morgan, klassifiziert zunächst individuelle Primärbeziehungen gegenüber höchst ungenauen Sekundärbeziehungen, die keinesfalls nur bestimmte Individuen bezeichnen. Indianische und dravidische Sprachen dagegen bezeichnen nur gleichartige große Klassen. Vermutlich nahm Kroeber an, dass niemand sich die Mühe machte, Morgans monumentalen Wälzer auch nur aufzuschlagen. Bis heute sehe ich aber ähnliche Probleme bei vielen, auch bei Troutman, einem Freund und Kenner von Morgan. Problematisch ist, ob das klassifikatorische System bestimmte Beziehungen nur anders zusammenfasst als das deskriptive System. Also etwa Vater und Vaterbruder gegenüber Mutterbruder und nicht wie bei uns Vaterbruder und Mutterbruder gegenüber Vater. Oder ob es eine logisch und inhaltlich grundsätzlich andere Methode der Klassifikation darstellt. Morgans eigene, sehr genaue Darstellung steht auf Seite 12 bis 14 des Systems. In unserem deskriptiven System werden danach 8 primäre Verwandtschaftsbeziehungen: Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Sohn und Tochter, sehr genau bezeichnet. Daneben werden sekundäre Beziehungen erst durch Hinzufügungen und Kombinationen genau bezeichnet. Das klassifikatorische System dagegen bietet keine Unterscheidung zwischen primären und sekundären Beziehungen. Anscheinend willkürliche Verallgemeinerungen reduzieren alle Beziehungen gleichermaßen auf einige Klassen. Im deskriptiven System ist die teilweise Klassifikation grundsätzlich anders als die ganzheitliche des klassifikatorischen Systems. Jede Verwandtschaftsbeziehung besteht
unabhängig für sich. Doch im klassifikatorischen System sind alle Klassen voneinander abhängig. Im deskriptiven System wird eine Zentrallinie der linearen Verwandten erhalten. Kollaterale Linien verlieren sich seitwärts. Im klassifikatorischen System dagegen verlaufen etliche kollaterale Linien parallel und vereinigen sich erneut am Ende des Systems. Ich zeige Ihnen hier morgens eigene Grafiken, deren Linien ich mit Farbe stärker hervorhebe. Salopp könnten wir so formulieren: In unserem System verliert sich Verwandtschaft mit der Zeit durch die Generationen. Nur direkte Vor- und Nachfahren werden dauerhaft als Verwandte gesehen. Doch im klassifikatorischen System verliert sich Verwandtschaft niemals. Diese Beobachtung geht weit über die Gleich- oder Ungleichsetzung von Vater und Vaterbruder hinaus, doch selbst Morgens Freunde ignorieren heute die Passagen. Für Troutman und andere ist die Form des Merging, also die jeweilige Zusammenfügung natürlich vorgegebener Kindheits, das einzige Kriterium. Diese Unterscheidungen des Merging werden seit langem als Kriterium in unseren Vorlesungen unterrichtet. Einer unterrichtet es dem anderen, der gibt es weiter, so geht es durch die Generationen. Und sie werden oft mit für mich sehr merkwürdigen Terminologien, Terminologietypen in Verbindung gebracht. Dagegen ist auf Seite 12 für mich zentral. Danach ist unser Verwandtschaftssystem eine häusliche Institution, die der Organisation der Familie dient. 8 Termini sind eingeschränkt auf ihren primären Sinn, um einige wenige Blutsbindungen zu beschreiben. Auf Seite 13 nennt Morgan sie konkrete Beziehungen, die zum konkreten Individuum Vater sind gemeint oder zur konkreten Mutter und der konkreten Ehefrau. Doch jenseits dieser 8 müssen wir etwa unsere Tante, Cousine oder Schwägerin zusätzlich beschreiben, um sie konkret zu identifizieren. Dagegen ist, so Morgan auf Seite 13, das klassifikatorische System radikal anders. Es ergibt gleichartige große Klassen ohne die Konkretisierung eines Individuums. Verwandtschaft ist dann also nicht eine häusliche Institution und dient nicht der Organisation der Familie. Morgan erkennt, dass wir Individuen, die Irokesen und Tamilen, aber ein Ganzes klassifizieren. Vor diesem Hintergrund muss Troutmans Kritik verstanden werden, nach der die beiden Hauptthesen Morgans nicht zu halten sind, nämlich erstens die der Einheit der indianischen Systeme und zweitens die der dravidischen Entsprechung. Zur Begründung zeigt Troutman, dass erstens viele Indianer Vaterbruder nicht, wie die Irokesen, mit Vater gleichsetzen, sondern mit Stiefvater. Und dass zweitens ein tamilischer Mann die Tochter seines Kreuzvetters Schwiegertochter nennt und ein Irokese nennt sie ebenfalls Tochter. Das Merging unterscheidet sich also zwischen den verschiedenen indianischen Sprachen ebenso wie gegenüber den dravidischen. Deshalb lehnt Troutman Morgans These ab und sicher beobachtet er richtig. Doch in einem anderen Sinn hat Morgan recht, obwohl er das selbst nicht erkannt hat. Ich meine, unser deskriptives System bestimmt individuelle Eheleute und Geschwister, vor allem Vor- und Nachfahren und dann einen entfernteren Kreis. Morgans klassifikatorisches System
schreibt dagegen etwas völlig anderes fest, nämlich wer oder wer nicht geheiratet werden kann. Das macht für mich den Unterschied dieser Systeme aus. Bereits 1953 hatte Dumont gezeigt, wie dravidische Systeme unausweichlich Wiederholungen von Heirat festschreiben. Die Sprache schließt andere Möglichkeiten aus. Umgekehrt schließen irokesische Systeme Wiederholungen von Heirat aus. Sprachlich kann keine Wiederholung stattfinden, wie ich in einem für Sie sicher sehr langweiligen, technisch genauen Vortrag demonstrieren könnte. Auch sogenannte Crow-Omaha-Systeme schließen Wiederholungen aus, wie Whiteley letztes Jahr eindrucksvoll beschrieben hat. In Südindien und Nordamerika bestimmen also Terminologien nicht, wer mit wem verwandt ist, sondern sie bestimmen, wer geheiratet werden darf und wer nicht geheiratet werden darf. Sie bestimmen das Heiratspotenzial. So und damit als Bestätigung morgens hat es bisher niemand erkannt. Es gilt auch, wenn ein Merging von Vater, Bruder und Stiefvater stattfindet und nicht von Vater, Bruder und Vater. Und es gilt gerade, wenn die südindische Schwiegertochter für Irokesen eine Tochter ist. Heirat oder keine Heirat, das ist die gemeinsame Aussage aller klassifikatorischen Terminologien und völlig abwegig für unser Alltagsverständnis. Morgan hatte also recht mit der Einheit, auch wenn er die Dimension von Affinität nicht erkannt hat. Ihre positive Festschreibung ist seit Lévi-Strauss nichts ungewöhnlich, doch die verbreitete negative Festschreibung ist, wie ich meine, genauso wichtig. Wir finden sie auch in den indigenen Gruppierungen in Mittelindien, also heute bei immerhin 100 Millionen Menschen. Roland Hardenberg hat sie dort sehr genau erfasst und manchmal auch ihre Diskrepanz gegenüber den Verhaltensnormen als untrügliches Zeichen von soziokulturellem Wandel erkannt. Einige von uns untersuchen also nach wie vor, wie morgen früher, soziokulturelle Veränderungen nach formalen Kriterien, dies allerdings historisch und ohne diffusionistische und evolutionistische Theorien. Dabei bleiben wir morgen verpflichtet, in seiner Ethnographie, seinen allgemeinen Hypothesen und auch in seinem politischen Engagement. Am Ende seiner Ancient Society fordert dieser Große: A revival in a higher form of the liberty, equality and fraternity of the ancient Gentes. Und Gentes nennt er auch die Clans der Irokesen. Ich danke Ihnen.